Ja, ich begrüße auch Professor Wienicke, einen bedeutenden Sportwissenschaftler aus Deutschland. Ich freue mich, Herr Professor, dass Sie sich zur Verfügung stellen für dieses Interview. Und wenn ich viel Zeit verlieren, möchte ich Sie gleich fragen, etwas über Ihre Kindheit, wie sind Sie aufgewachsen? Das ist mal ein tolles Thema, aber bin ich auch. Nein, aber die Situation ist ja die gewesen. Ich war immer sehr ambitioniert, sportlich sehr ehrgeizig und wollte immer versuchen, Profifußballer zu werden. Aber man muss fairerweise sagen, ich bin relativ spät angefangen, habe dann sehr, sehr intensive Trainingsblöcke gemacht und dann eigentlich festgestellt, dass die Anforderungen physischer, mentalerseits sehr, sehr hoch sind im professionellen Fußball und ich häufig immer wieder die Situation hatte, dass ich in intensiven Trainingsphasen sehr, sehr schwere Verletzungen hatte. Insgesamt 13 schwere Operationen. Mhm. Und so war ich schon mit 19 oder 20 Jahren Sportinvalide. Und das ist, dass wir heute hier sitzen, ist nur der Tatsache zu verdanken, dass ich mich so früh gefragt habe, warum ich. Das muss ich mal fairerweise sagen. Wenn Sie mein Ernährungsverhalten vor 40 Jahren gesehen hätten, dann würden Sie als Mediziner sagen, was erzählt der eigentlich? Meine Grundversorgung war damals eine große Marabu-Schokolade, jeden Tag. Das heißt, viele Süßigkeiten, das Gewebe übersäuern. Das war aber vor 40 Jahren gar nicht so bekannt, das war auch nicht so bedeutsam. Und dann habe ich irgendwann noch festgestellt, dass es diesen direkten Zusammenhang eben gibt zwischen der Verletzung, zwischen der mentalen Fitness. Und das habe ich dann in Köln an der Sporthochschule gelernt und habe dann dort meine Bundesliga-Trainerlizenz gemacht. Das war eine besondere Auszeichnung. Ich habe ja selbst nicht Bundesliga gespielt. Genau, Herr Wienicke, also wenn man Trainer wird, muss man doch selber eine Fußballkarriere gehabt haben. Ja, ich habe bis zur Verbandsliga gespielt, habe sogar einen Vertrag aus der Oberliga gehabt. Aber es ging nie weiter. Es war immer Superlauf, dann wieder Verletzung, Superlauf, dann Verletzung. Und dann sagt meine Mutter, und jetzt studierst du auch noch in Köln an der Sporthochschule Sport. Das ist ja wohl völlig idiotisch. Warum? Du bist doch nur verletzt. Ich sage, genau deswegen studiere ich. Und deswegen vor dem Hintergrund habe ich dann quasi mit Felix Magath, Bum Kunschab, Benno Möhlmann, sehr renommierten deutschen Nationalspielern, habe ich dann meine Bundesliga-Lizenz gemacht und bin mit, damals, das war unglaublich, mit 25 Jahren war mein Trainerbeginn. Und dort habe ich sehr erfolgreich im Jugendbereich von Paderborn gearbeitet damals. Das war Schloss Neuhaus. Und bin dort sofort, habe sofort mit der A-Jugend und mit der Deutschen Jugendmeisterschaft gespielt. Und da haben die sich gefragt, warum hat ein junger Trainer so viel Erfolg? Ganz einfach. Warum? Weil ich neue Trainingsmethodik und neue Ernährungsgewohnheiten in die Köpfe der Spieler gebracht habe. Mhm. Und dadurch gesehen, ganz einfach, habe ich gesagt, okay, dann mach die Lizenz. Dann habe ich ein Angebot, weil Sie gefragt haben ja auch, oder wie sind Sie dazu gekommen? Ich bin dann, habe bei Arminia Bielefeld in der Jugend unterschrieben als Trainer, habe dann aber ein super Angebot bekommen von Peter Grosser von Türkgücü München. Türkgücü München ist der zweitgrößte türkische Verein in Deutschland. Mhm. Die spielten damals mit 60 München in der Amateur-Oberliga. Und die wollten einen jungen, dynamischen Wissenschaftler haben, der auch Praxisbezug zum Fußball hat. Und dann haben die mich geholt. Und dann habe ich im Grunde genommen dort 2 Jahre lang erst als Co-Trainer, dann als Cheftrainer gearbeitet und habe auch gemerkt, wie das Fußballgeschäft als junger Trainer schon so ist. Denn heute ist der Nagelsmann mit 33 schon ein super Trainer. Damals, zu meiner Zeit, war es kaum möglich, als junger, nicht erfahrener Profispieler in das Profigeschäft zu gehen. Und das war schwierig. Und trotzdem ist es mir gelungen, weil ich eben Ehrgeiz hatte. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, was ich langfristig erreichen möchte. Bin dann, als ich dann Schweinfurt, beziehungsweise ein Angebot von Schweinfurt bekommen habe, als ich quasi als begleitende Form mit Werner Lohrendt in die zweite Bundesliga aufgestiegen bin, habe dann aber gemerkt, wie schwer das ist, sofort Erfolg zu haben, in einem Bereich, wo du, wenn du 2, 3 Spiele verlierst, bist du als Trainer in Frage gestellt. Und dann habe ich gesagt, Elmar, du hast so ein super Basiswissen, aber du musst dir den Stress nicht antun, permanent unter Druck zu stehen. Du hast noch ganz andere Fähigkeiten. Und dann kam nämlich der Clou, meine Professorin, Frau Professor Zimmermann von der Deutschen Sporthochschule Köln, ist nach Bielefeld gegangen, hat den Gerhard Weber kennengelernt, der das Gere Weber Stadion gebaut hat, die das Hotel gebaut hat. Und dann haben wir im Grunde genommen haben wir eine
aus dem Arbeitsbereich der Uni Bielefeld, aus dem Arbeitsbereich der Uni Bielefeld ist dann ein international bekanntes, renommiertes Unternehmen geworden wie Saluto mit 50 Mitarbeitern damals, und wo Physiotherapeuten, Ärzte zusammenarbeiten und ihr Wissen zusammenbringen. Und diese Daten, über die wir heute verfügen, sind eigentlich nur machbar gewesen, weil wir damals über Jahrzehnte mit der Uni so viele Daten aufsammeln konnten. Gut, ich komme auf das zurück. Und für mich heißt das, dass Sie die Trainerkarriere und Ihr Studium, das lief parallel zu dieser Zeit. Ja, ich habe promoviert über meine Doktorarbeit, ging es um die Sprint- und Leistungsfähigkeit bei gut trainierten Fußballspielern, und zwar im Juniorenbereich. Dort habe ich viele, viele Untersuchungen über 150 Juniorenspielern genommen, habe das zusammengeschrieben. Ich war Trainer und gleichzeitig habe ich promoviert. Das heißt also, ich habe das parallel laufen lassen. Und das war auch mein großer Vorteil, dass ich im Grunde genommen einen doppelten Boden hatte. Also wenn das eine nicht mal funktionierte, habe ich mir gesagt, dann machst du das, was du wirklich gut kannst. Und dann habe ich gesagt, ich bin heute froh, ganz klar froh, dass ich diesen Weg so gegangen bin, weil das heutige Fußballgeschäft ist nicht mehr meins. Nicht mehr. Weil wir sind, Sie wissen, wir sind bis vor 4,5 Jahren, haben wir mit Dr. Kurt Mosetter und RB Leipzig das gesamte Energiesystem aufgebaut, die ganzen Analysen gemacht. Wir sind groß geworden. Wir haben unser Wissen nicht nur RB Leipzig zur Verfügung gestellt, sondern wir haben auch 8 Jahre die amerikanische Nationalmannschaft mit Jürgen Klinsmann energetisch betreut, haben viele Welt-Europameister, Olympiasieger betreut. Und das ist das, was uns auszeichnet. Wir sind in dem Spitzensport absolut deutschlandweit nicht vergleichbar, weil wir da riesige Erfolge hatten. Aber das hat mir persönlich überhaupt nicht ausgereicht. Ich habe gesagt, wir müssen unser Wissen projizieren in den Endverbraucher, in den Kunden. Weil sehen Sie, wir haben in Deutschland vielleicht 1% Spitzensportler, aber wir haben 99% andere Menschen. Ja. Und für uns war die Frage, wie können wir dieses Wissen vom Spitzensport, vom Leistungssport runterbrechen auf den onkologischen Patienten, auf den Diabetiker, auf den Herzpatienten, was auch immer. Und so sind wir dann angefangen, viele, viele dieser Studien zu machen. Und deswegen bin ich heute froh, dass ich diesen aktuellen Bezug zwar zum Spitzensport immer noch habe. Ja, wir betreuen zurzeit 55 Spieler in der Champions League. Betreuen wir ja noch. Viele Nationalspieler. Aber ich bin nicht mehr in der verantwortlichen Situation als Trainer, sondern wir sind in der beratenden Funktion als Energieexperten. Das heißt, Sie sind in der Trainerzeit mit Sportmedizin in Kontakt gekommen und haben nachher, ich habe es jetzt ein bisschen zugehört, zusammenfassend, haben Sie nachher dieses Institut gegründet und jetzt arbeiten Sie vorwiegend wissenschaftlich. Können Sie, ich weiß, Sie sind begeistert über Mikronährstoffe. Sie haben mir mal gesagt, Sie träumen noch davon. Ja. Ja, ich muss Sie sogar korrigieren. Der jetzige Journalist bei der Neuverstellung des Buches hat Folgendes gesagt. Aussage, ich habe es auch so gesagt, wie lange wollen Sie das noch machen? Ja, bis ich gesund in die Kiste springe, habe ich gesagt. Was fasziniert Sie denn so an diesen Mikronährstoffen? Ja, weil wir, sehen Sie, früher als Trainer war es für mich wichtig, den Erfolg in der 90. Minute mit der Mannschaft zu erzielen. Heute siehst du, wenn Sie das junge Mädchen, diese Bilder vorhin gesehen haben, dass es möglich ist, wenn man die biochemischen Grundsätze rechtzeitig erkennt, also Defizite erkennen kann, korrigieren kann und den Körper in eine Körperregulation führen kann, dann hast du unglaublich einen gesundheitlichen Benefit. Und diese Basis ist extrem wichtig für mich gewesen. Und ich gebe mal ein ganz kleines Beispiel. Wir haben ganz viele Menschen, die älter wie 50 Jahre sind. Und von hier in Deutschland ist es so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, jeder zweite bis dritte hier in Deutschland nimmt einen Cholesterinsenker. Ja, hier auch. Ja. Aber ich sag auch keine Namen. Aber was Sie nicht wissen, dass in vielen Fällen, es gibt Responder und Non-Responder. Es gibt Menschen, die reagieren stark oder weniger. Und bei vielen haben wir festgestellt, dass die vielen Medikamente, die eingegeben worden sind, teilweise depressive Grundstimmung hervorgerufen haben. Und wenn man mal die Nebenwirkungen verschiedener Medikamente liest,
und stellt genau fest, dass die Zunahme der Antidepressiva in Deutschland immer größer wird. Da muss man sich nicht fragen, warum. Weil wenn wir in Deutschland, ist es so, jeder dritte bis vierte Bürger in Deutschland nimmt 5 bis 6, teilweise 7 Medikamente schon. Und Sie als Mediziner wissen das. Ja. Und wir wissen auch gemeinsam, dass Side-Effects da sind, sogenannte Nebenwirkungen. Mhm. Und diese Nebenwirkungen gar nicht oder deutlich zu reduzieren, ist es doch erstmal notwendig, dass wir nicht symptomorientiert therapieren, sondern dem Körper doch erstmal das geben, was ihm wirklich fehlt. Und wenn Sie diese Studie sehen, die wir mit 160 ADS-Kindern gemacht haben, die haben den Ernährungsplan von Kurt Moseter aufgenommen, Glykoplan, weniger Kohlenhydrate, weniger Süßigkeiten. Und Sie sehen, dass Sie innerhalb von einem halben Jahr evidenzbasiert zeigen konnten, dass im Grunde genommen die gezielte Zufuhr von fehlenden Mikronährstoffen dazu führt, dass die gesamte Biochemie des Gehirnstoffwechsels sich verändert und die Kinder viel besser drauf sind, ins Flow reinkommen. Und das gilt ja für alle. Und das ist wirklich die Faszination. Das heißt, wirklich Menschen gesund alt werden zu lassen. Mhm. Herr Wienicke, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses kurze Interview. Es wird noch mehr geben, aber ich verabschiede mich für den Moment von Ihnen und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Gerne.